So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft Part 6, glaube ich. Hey, Part 6. Yeah, ich habe ja eben gesagt, dass ich nur nachgucke, also im letzten Part, also Part 5, wenn ich das hochlade, weil jetzt, ach, egal. Dass ich nur gucke, wie lang das Video ist, aber das war schon 16 Minuten lang. Und deswegen nehmen wir jetzt den nächsten Part auf, weil wir so nur um den Dreh 15 bis 16 Minuten aufnehmen wollen, ne? Genau. Du denkst dir auch, ey, Mann, bist du behindert. Also, was? Du denkst ja auch immer, Mann, ist er behindert. Hier oben ist noch ganz viel Glowstein. Na, Simon? Hier ist noch ganz viel Glowstein. Wir müssen hoch zum Glowstein. Simon, das denkst du dir doch, ne? Klar, auf jeden Fall. Deswegen nehme ich auch mit dir auf. Danke, du nimmst also du bist mein Kumpel, weil du mit mir aufnehmen willst. Ich sneak jetzt in die Ecke. Geh doch in den Ich schäme mich Karton. Voll geil. Warte, den baue ich mir jetzt. Alter, wir müssen jetzt langsam unser. Wir müssen jetzt langsam hier unser Viech wiederfinden, du. Alter, wie. Wo ist denn das? Kann mir schon mal einer verraten? Ich bin im Ich schäme mich Karton. Wo bist du? Ich schäme mich Karton hier. Nein, hier ist Kloster. Geil. Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Guck mal, ich schäme mich Karton. Junge, wo bist du? The fuck? Oh, da ist ganz viel Glowstein. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich war gerade im Ich schäme mich Karton und dann warst du weg. Einfach weg. Aus hier, unser Portal. Was? Warte, ich tippe mich. Bist du irgendwie sicher? Ja. Hi. Hallo. Wump. Wum. Alter, ich markiere mir erstmal unser Portal. Nein, wir haben uns ja alle gegenseitig ganz so lieb. Nein, ich höre auf mal solche Scheiße zu labern, ey. Das ist. Das echt ist. Hä? Echt gruselig. Nee, das sind eigentlich nur riesengroße Platzfüller. Alter Junge, was kann ich die Tür nicht aufmachen? Das ist mal echt asozial. Ja, du musst nicht zurückgehen. What the fuck? Ich wurde vor die Tür gebeamt. Ich habe jetzt Ohrenschmerzen. Alter, ich kann keine Kisten aufmachen. Der Server leckt übel. Jetzt bin ich wieder vor der Tür. Bei mir leckt gar nichts. Das ist alles voll verzögert bei mir. Ja, das war nicht meine Schuld. Beziehungsweise ist nicht meine Schuld. Ne? Wir müssen fortfahren. Wo bist du? Vielleicht ein Homie erweitern oder so. Ich würde mal sagen, wir machen uns ein Lagerhaus da hinten hin. Ich fang mal an. Das ist so circa. LOL. Okay, cool. Was wollen wir denn mal machen? Moment. Lass uns hier unten ein Homie machen, also ein zweit Homie. Ich klatsch die mal jetzt ein Schaf hin. Also ich finde unser Haupt-Homie schon ziemlich geil. Können wir so vor der Tür schon direkt zum Nether gehen. Ich habe einen Wolle-Drop bekommen. LOL, hier ist eine Höhle. Also ich habe einen Block Wolle als Drop bekommen. Nee, doch Schaf. Nicht. Das ist nicht toll, einen Block Wolle als Drop. Warte, hier ist eine Höhle, Gidi. Ja? Hier ist eine Höhle. Oh Mann, wo bist du? Moment. In unserer Höhle? Hier, komm. Ich beleg das doch wieder auf Shift um. Nein, Grafikeinstellungen. Steuerung Shift. Wir sollten uns vielleicht auch mal eine Farm machen, du. Wir sollten uns eine Farm machen. Idee? Hallo. Wir sollten uns auch einmal eine Farm machen, du. Farm? Ja, sonst haben wir kein beständiges Essen und alles. Wir haben es jetzt uns nur von diesem Schick. Ich seh dich nicht. Ja, ich dich schon. Hallo. Bist du? Ich stehe direkt vor dir. Ich sehe dich aber nicht, du bist unsichtbar. Ich gehe mal kurz vom Server runter und gehe wieder auf den Server drauf. Bla 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 bla. Hey, ich sehe dich wieder, Simon. Das sagt ja gar nicht daran, dass die Chunks neu geladen werden müssen oder so. Okay, gut. Problem gefunden. Gefahr gekannt, Gefahr gebannt. Gefahr erkannt. Merlin, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Ja, Minecraft. Was kann ich da mal dazu sagen? Es ist ein Sandkastenspiel mit 4 Ekigen Blöken. Von Moi an. Ich verzaubere jetzt mein Zuckerrohr. Ui. Man sollte mal so mitten im Leben nachspielen Minecraft. Oder in irgendeinem anderen Setbox-Game. Ja, G-Mod. G-Mod ist ganz cool. Aber nur Garry's Mod 9, denn jedes andere G-Mod ist scheiße. Guck mal, Gili, ist das schon ganz chillig hier so? Können wir so als Lager hoch? Warte, ich komme rein. Und hier kommen dann Kisten. Ich will's weiter in die. Ja. Ich helfe ein bisschen weiter gerade, mit Graben, ne? Ja, wir machen jetzt einfach hier auf. Das ist dann richtig chillig. Ja. Und dann machen wir hier so ein geiles Glas. Glas. Ich kann wieder nicht sprechen. Ich bin schon wieder zu behindert heute. Machen wir dann ein geiles Glas da drauf. Ich hab Schule und bin jetzt nicht mehr kaputt. Ich bin schon ein bisschen behindert, aber. Egal. Ja, ein bisschen kaputt, gar nicht. Egal. Hatte vorhin trotzdem Bock zu zocken und Zionen aufzunehmen. Oh yeah. Und ja, dann machen wir jetzt so ein geiles Glasdach drauf. Vielleicht. Teils, teils nicht. Hallo, Erde. Ja. Erde. Und dann sieht das ganz geil aus, wenn man hier so die ganze Zeit einfach nur Kisten hat, ne? Also, oh, du hattest doch das miteinander mit Kisten. Ja, nein, wir können da halt so als Erweiterung. Und dann können wir vielleicht auf dem Haus Dach noch was machen. Ach so, also sollte das doch nicht als Lagerraum dienen. Doch, so als beides, also für alles so. Ach so, okay. Wir können das hier so ein noch. Mehr. Wir können das hier so zwei runterlegen, Gidi. Du meinst in die Tiefe. Zwei in die Tiefe. Ja? Ja, fände ich chillig. Ich fand das dann ganz okay. Mann, Leoni, das ist bei Skype angekommen. Egal, ich glaube, der schreibt mich sowieso nicht an. Will ich hoffen. Weil manchmal tut er das wirklich. Oder ganz geil ist es auch, wenn Merlin ankommt. Und der meint, oh, ich muss jetzt mit mir T-World spielen, während ich irgendwie TF oder irgendwas anderes im Fullscreen spiele. Und dann denke ich mir, ja, mach jetzt nochmal einen geilen Speedrun in Mirror's Edge zum Beispiel. Dann bin ich bei einer geilen Stelle, geile Zeit, ich hätte es fast geschafft. Dann ruft Merlin an, ich tabbe raus, will wieder reintabben, das Spiel leckt für kurze Zeit, weil Merlin da ist. Und so. Und dann falle ich runter und dann ist mein ganzer geiler, fast vielleicht Weltrekord-Score kaputt. Das ist dann immer richtig geil. Vor allem, wenn sich Merlin dann immer wundert, warum ich Rage und ihn kaputt schlagen will. Okay, dann können wir einfach hier so. So, wie sowas wie eine Terrasse hin klatschen, ja. Weißt du? Möchtest du eigentlich. Wollen wir eigentlich mal Themen ansprechen? Ich sollte mal ein neues Lied anmachen. Hast du ein Thema? Aber ich habe irgendwie keins. Warte, ich google mal eben kurz nach guten LP-Themen. Was ist mit einer Mucke? Mucke, muckst du? Alter, meine Schaufel und meine Spitzhacke zerbricht gleich. Fuck. What the fuck? Okay, ne gut. Musik. Oh, so Musik. Ja, komm, wir hören jetzt den Big Black. Riddle me this, riddle me that. Ich muss nochmal runterladen. Mach irgendwas ruhiges. Ist doch voll entspannt, der Big Black. Ja, klar. Sicher. Also wer dazu ein Oso-Gameplay sehen will, hier klicken. Ist ganz bestimmt von mir und nicht von Cookies sehen. Mist. Eure Finger bluten einfach danach, aber okay. Alter, was machst du da die ganze Zeit? Du machst gar nicht mit hier. Das ist doch, tue ich. Ich suche nur ein Lied raus. Da. So, 10 Minuten lang kommt jetzt Amazing Horse. Nee, der Molotow-Cocktail groß. Ja. Mach dir doch die Moonshine-Sonate an, das ist viel beruhigender. Jetzt kommt die Moonshine-Sonate von. Nee, Mario M. Ivek oder so. Ist das schon unendlich alt, oder? Mach doch als Regenwald an, ist doch schon egal. Egal! Außerdem stehe ich dann einfach in der Aufnahme nur oft herum. Das ist unglaublich. Was hast du denn so geiles hier in der Zeit gemacht? Alles, wie ich sehe. Außer.
Oh nein, morgen ist Schule. Wir müssen hier irgendwie einen Ausgang hier so hinmachen, dass wir da so gut rauskommen, also. Sieh es einfach so an, das ist unsere Arbeitsstelle, Simon. Und ich und jede zweite Woche müssen wir am Dienstag nach der Arbeitsstelle noch mal in der Arbeitsstelle. Yay! Ich mag ja Ding ins Unterricht so. Komm schon. Echt geil. Vor allem da waren so ein, zwei Spezialisten, Computerspezialisten, die Minecraft spielen. Da dachte ich mir auch, ja, genau. Können wahrscheinlich kein Fitzeln, wissen noch nicht mal, was ein Mainboard ist wahrscheinlich. Simon, sowas regt mich immer auf. Simon. Ja. Wir sollten das ein bisschen einrichten hier. Das ist alles so karg. Haben wir noch Holz irgendwie? Viel Holz? Das sieht jetzt geil. Wo habe ich das Lied eigentlich? Das ist ziemlich episch. Viel Holz, ich weiß nicht, ja doch haben wir. Wir haben 64er Stack Eichenholzbretter. Ja, warte, wo? Brauchst du den? Hier. Danke, weil dann würde ich das da hinten mal ein bisschen einrichten. Mal. Das sieht ja so ein bisschen karg aus. Ja, karg, alles samt. Du bist hier der Innenarchitekt. Michi ist on. Der muss ins LP. Nein, Mann. Okay, nein, ich habe rassistisch über den gelabert. Vielleicht guck das ich da an. Oh geil, dann kommt hier auch noch so eine Tür hin. Das wird richtig episch. Ja, das wird halt unsere Terrasse. Ich mach's gerade noch einen tiefer, ne? Allgemein alles, was wir machen, wird episch. Ne? Ja. Wir brauchen einen Pool. Gut. Ja. Oh geil! Meine Kohle. Hab ich auch schon gesehen, die Kohle. Ja? Also ist es meine Kohle! Nein! Meine Wer zuerst in der Bäckerei ist, klaut zuerst. Warte, ich mach mir eine Dia-Schaufel. Was? Das ist Dia-Verschwendung. Was sollen wir denn sonst noch mit unseren 7 Dias machen? Alles behalten. Zwei Stück? Da haben wir immer noch 5. Kann ich auch eine haben? Ich mach dir eine. Achso, danke. Weil meine sowieso gerade gleich schlott, ja. Wieso gehen die Lieder immer so schnell zu Ende? Behinderten. So. PTXX Tool Tutorial German von Danny. Das hört doch Windows Vista. Mann. Mac-Theme. Weißt du noch? Hast du eine Diaschaufel in deinem Inventar? Ja. Gut. Danke! Jetzt habe ich auch endlich ein Diamant-Item. Nach 8 Jahren, seitdem ich dieses Spiel gekauft habe. Es ist also mein Bro. Egal. Oh, das geht schon viel mehr, weil sie heißt. Oh ja. Yeah. Du musst es erst noch verzaubern, weißt du, ne? Oh. Ja, ich baue trotzdem damit ab, weil ich so geil drauf bin. Oh Mann, geh weg, PTX, ist cool. Scheiße. So vorreutig. This is the best burrito ever eaten. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Das ist das Problem, bei Minecraft-Mucke kommt das immer random. Ich muss mich dann nicht immer entscheiden, was ich nehmen soll. Ich brauche auch einen Eisen. Kann ich mir die Dia-Spitzhacke mal gerade nehmen? Morgen? Welche? Du hast doch eine. Ich habe keine Dia-Spitzhacke. Ach so, Spitzhacke. Ja, wozu? Um die Kohle abzubauen. Hier ist Eisen. Geil. Jetzt habe ich gerade meine Spitzhacke weggelegt. Also wie das Ding abgeht, Alter. Hui. Das wird dann unsere TA. What the fuck? Was ist hier? Alter! Was geht hier ab? Da hatte ich mich reingebuddelt und da hatte ich Dias gefunden. Ich gehe da jetzt wieder rein. Was für Arschen? Ich geh jetzt wieder rein. Warte, ich hole mir irgendwie eine. Ich mache mir schnell eine Eisenspitzhacke. Ich tue meine Dia-Schaufel in Dingens, ne? Möchtest dann gehe ich da schon wieder runter. Ich warte. Ich gebe dir Dingens. Ich gebe dir die Stacks Erde, Holz und du machst da krebst noch einen tiefer und dann machst Effizienz 2 habe ich jetzt auf der Schaufel bekommen. Ich habe Effizienz auch 2. Ich weiß auch nicht genau. So alles weg. Holz? Wozu ist das unendlich viel Holz? So, Essen. Simon. Sticks. Simon, wozu ist das unendlich viele Holz? Ich brauche auf jeden Fall eine. Was? Ich weiß es nicht. Oh, fuck.
Ich glaube, wir nehmen schon unendlich viel zu lange auf. Das ist egal. Wir können einfach. Nein, das ist nicht egal. Ich muss es rendern. Und wenn ich 7 GB zum Rendern habe, das dauert unendlich lange. Ich muss aber. Wir machen jetzt doch auf die eine Folge drauf, dass. Moment, ich mache kurz einen Cut.